Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Minecraft auf dem Samstag. Hoffe ich jedenfalls. Denn ja, es wird ein bisschen knapp von der Zeit her. Das liegt aber nicht an mir. Alter, ist das hier. Ja, wir sind soweit fertig mit dem Haus. Musste gerade noch runterschlucken, hab gerade erstmal ein Brötchen gegessen, bin gerade nach Hause gekommen von Arbeit und hab mir gedacht, komm, nimmst du direkt auf. Ich habe das nämlich gestern nicht mehr geschafft, zu meiner Schande, muss ich das gestehen. Und sieht euch ganz, ganz patent aus. Hab mir immer noch nicht überlegt, ob das. Ich überlege gerade, wir könnten auf der Rückseite den schwarzen Balken auch hier durchziehen. Das würde gar nicht so schlecht aussehen. Das würde sogar ziemlich gut aussehen. Auf der Vorderseite ja nicht. Da wollen wir es ja so lassen. Könnten wir SOS reinschreiben, aber da sind wir ja in der falschen Spielereihe. Ja, wir haben ja hier nicht irgendwie mit der Tombe. Na, ja, warte mal. Natürlich haben wir hier mit der Zombenesen zu tun. Der Zombenesen. Ist ja irgendwie in jedem Spiel heutzutage Zombies. Unser Thema heute: In jedem Spiel gibt's Zombies. Nee, Quatsch. Ist nicht unser Thema heute. Unser Thema heute ist, was ist denn eigentlich unser Thema heute? Das ist unser Thema heute. Hallo und herzlich willkommen hier bei Minecraft mit dem Thema, was ist unser Thema heute? Nee, Quatsch. Ich habe ziemlich gute Laune. Was mich aber nicht davon abhält, hier totalen Schwachsinn zu reden, so wie ihr es kennt. So. Das ist so alles okay. Wir gehen mal hier runter. Ja, ich habe mir jetzt schon ein paar Kommentare durchgelesen zu der Frage Kreativmodus oder lieber Survival Mode. Hallo Spinne, du gehst mir ein bisschen auf den Piss. Deswegen schlage ich mal aus dir einfach dein Spinnenauge raus. Ja. Ihr seid ja da so ein bisschen hin und her. Was ich vollkommen in Ordnung finde. Ich bin dann nämlich auch selber hin und her. Also von der Entscheidung her. Und bin mir da auch noch nicht so wirklich sicher. Genauso wie mit der Knöppe. Machen wir jetzt hier die Knöppe ran oder machen wir vielleicht da oben lieber die Knöppe ran? Der Knöppekins? Machen wir hier noch ein Fenster rein oder machen wir da oben? Da oben machen wir auf jeden Fall ein Fenster rein, ne? Einmal schön an der Rückwand machen. Obwohl das irgendwie seltsam aussieht dann, ne? Oder wenn hier Fenster drin sind, sieht das nicht seltsam aus dann? Ah, wie ich schon wieder unentschlossen bin. Und ja, so eine Sachen würden dann natürlich im Kreativmodus einfach mal schneller gehen, weil wir dann einfach mal da hochfliegen würden und dann einfach klatsch, klatsch, klatsch und dann hat sich die Sache erledigt. Aber ja, keine Ahnung. Meine Entscheidung macht es jetzt natürlich auch noch schwerer, dass ich mir heute. Doch, komm, wir machen da oben Fenster rein. Nach vorne raus nicht. Nach vorne raus will. Das ist ja scheiße. Nee. Ey, dann machen wir hier das wieder raus. Ich habe gerade jetzt erst gesehen, dass das ja dann auf der Höhe wäre. Das wäre ja voll scheiße. Hä? Ach so. Das wäre voll scheiße. Nee, das würde mir gar nicht gefallen. Wo war ich denn jetzt gerade? Ach so, ja, meine Entscheidung mit Kreativ- oder Survival-Mode macht es jetzt natürlich auch nicht leichter, dass ich mir jetzt mal den Changelog zur 1.8er-Version, die ja nun auch irgendwann demnächst kommt, und nein, ich weiß leider jetzt gerade nicht wann, aber das kann man ja alles nachlesen im Internet. Ja, die 1.8er-Version, die bringt so vielen geilen Scheiß wieder mit sich. Ah, sieht das auch schon wieder so. Es ist so. Achso, jetzt wollten wir da ja Fenster ran machen. Alter, los mit mir. Bin halt in Feierabendstimmung, in Wochenendstimmung vor allen Dingen. Und. Wo sind die Fenster? Wir haben keine Fenster. So ein Schissel. So, die machen wir jetzt einfach mal hier ran.
zack, zack. Gut, müssen wir kurz Fenster holen. Wir haben ja noch welche, das weiß ich. Autsch. So, aber hier auch das ganze Holz mitnehmen. Wir wollen ja nichts verschwenden. Wo war ich denn jetzt? Ah ja, die 1.8er Version, das wird so richtig geil, ne? Es wird da, also ich habe gelesen, Hammelfleisch, was ja schon mal bedeutet, man kann aus Schafen Fleisch gewinnen. Was ich mir ja nun schon wirklich seit Anbeginn der Zeiten, okay, vielleicht so lange nicht, aber auf jeden Fall so lange wünsche, wie es Schafe gibt, denke ich mir, Alter, warum kriegt man kein Fleisch von den Schafen? Und was ich richtig cool finde, was hier auch so wieder die Landschaft ein wenig mehr beleben wird, ist, es kommt ein neuer Mob hinzu, ein friedlicher Mob, und zwar Hasen. Ja, Hasen. Und auch da ist es dann schon so, dass du aus den Hasen Hasenfleisch gewinnen kannst, was ich ja schon mal wieder richtig toll finde. So. Ja, 16 reicht ja vollkommen. Hammer. Ja, das finde ich schon wieder so richtig geil, weißt du? Ich meine, abgesehen dazu kommen auch noch voll viele andere Sachen. Irgendwie soll wohl ein Wassertempel dazukommen. In dem es sogar neue Gegnertypen geben soll oder einen neuen Gegnertyp. Es soll wohl mehrere neue Gegnertypen geben, aber ist ja egal. Ich fange jetzt erstmal an. Auf jeden Fall habe ich da was gelesen von irgendwelchen fliegenden Augen. Hat mich so ein bisschen an Terraria erinnert. Bin mal gespannt, ob es das wirklich nur im Wassertempel geben wird oder ob die dann hier auch außenrum fliegen. Das fände ich ja auch schon richtig krass. Und dann kommen natürlich unheimlich viele neue Sachen dazu. Alter, was es da nicht alles gibt. Voll neue Blöcke und dies und das. Und dann gibt es, die Falltüren werden dann Holzfalltüren heißen, weil es dann, wer hätte es jetzt schon sich denken können, natürlich auch Eisenfalltüren geben wird. Hier die Knöppekins kann man dann hier auch oben auf den Block rauf machen und unten an den Block ran machen. Hier so, ey, das wird so geiler neuer Scheiß. Total heftig cool, da kannst du dann wieder richtig viel geilen neuen Scheiß bauen. Das habe ich voll oft Scheiß gesagt. Boah, das sieht voll schön aus. Was machen wir denn jetzt hier? Erstmal gehen wir pennen. So, zack. Ich habe gesehen, die ganzen Views und auch die Likes und so, das geht alles zurück. Keine Ahnung, ob das vielleicht mit den Ferien zu tun hat oder ob ihr keinen Bock mehr habt, ich weiß es nicht. Wird sich zeigen. Eigentlich könnte man hier noch ein Fenster reinmachen, wa? Oder wir schauen einfach mal, wir können ja ausprobieren. Wir sind ja flexibel. Zack, zack. Mhm, okay. Ja, ist nicht so schlecht. Müssen wir eigentlich mal gucken, wie das von hinten aussieht. Aber ich denke, das wird schon gehen. Es soll wohl auch irgendwelche so eine Endermites geben. Das hat mir Paddy erzählt. Das sieht natürlich sehr seltsam aus, ne? Aber naja, hier von außen muss ja nicht alles gleich aussehen. Hauptsache von drin ist es stimmig und hier sieht es ja eigentlich ganz cool aus schon. Jetzt müssen wir uns bloß überlegen. Hier habe ich mir überlegt, hier können wir natürlich auch so Braustände hinmachen. Und Bücherregale würde ich dann dahin machen. Einfach, so weiß ich nicht. Da kommst du hier rein. Hier könnten wir ein paar Kisten lagern. Das Bett kommt dann natürlich nach oben. Das können wir jetzt mal gleich machen. Und zack, 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 zack. Hier hoch. Und dann würde ich hier so Minizimmer machen, zwei Stück. So. Und zwar einmal so. Das ist natürlich blöd mit dem Fenster. Dann müssten wir das Fenster ein bisschen umbauen. Zack. Zack. Würden wir nämlich hier quasi so den Raum teilen. Und dann hätte man hier zwei Gasträume. Der andere, den machen wir genau spiegelverkehrt.
Müssen wir ein paar Fackeln machen, nicht dass hier gleich was spawnt. Das wäre doof. Am besten so ein Creeper, der spawnt ja nur einmal. Das reicht dann aber auch schon. Zack, 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 zack. So, da. Erstmal so eine Fackel hin. Da muss noch Fenster vor. Das ist hier wirklich nur so eine kleine Kaschemme, weißt du? Hast du so ganz kleine Zimmer? Und wir hängen hier noch ein Stockwerk drauf, habe ich mir überlegt. Und zwar ab da oben. Lass mal überlegen. Ja, dass hier so die Decke ist. Dann hast du da oben wirklich noch so ein Dachgeschoss. Vielleicht, was kann man da reinmachen? Weiß ich nicht. Einfach nur so ein Ablageraum. Vielleicht machen wir da ein paar Kisten rein. Aber ich fänd's ganz cool so. Zack, zack, zack. Ja, doch, das hat was, ne? Dann hast du hier so wie so ein Gästezimmer. Also Gästezimmerbereich. Ja, doch, doch, gefällt mir. So, lass mal gucken jetzt hier. So. Müssen wir uns überlegen, wie man da hochkommt. Am besten mit einer Leiter, ne? Diesmal machen wir da eine Leiter hin. Das kommt bestimmt ganz cool. Boah, doch, das gefällt mir. Das gefällt mir total. Also allein schon die Idee, da oben jetzt so ein Lager rum, finde ich absolut cool. Bin ich Fan von. So. Dann macht das hier auch so ein bisschen gedrückter. Machen wir mal da so. Jetzt müssen wir natürlich wirklich da oben auf jeden Fall ausleuchten, nicht dass hier irgendwas spawnt. Wir brauchen unbedingt Fackeln. Am besten jetzt, solange es noch hell ist. Machen wir uns mal ruhig 64. Wisst ihr ja, Fackeln habe ich ja sowieso immer eigentlich ganz gern am Mann. Oder wenn ihr weiblich seid, an der Frau. Ne? Auf jeden Fall, ja. Geht mal ruhig auf Google oder was für eine Suchmaschine ihr auch immer nutzen wollt. Google. Google, Google. Und gebt mal da ein Minecraft 1.8. Da kommt so viel neuer Scheiß dazu. Da freue ich mich voll. So. Wir müssen jetzt hier ein bisschen Kohle klauen. Da haben wir Kohle. Ach komm, erstmal hier den. Dit muss weg, dit muss weg, dit muss weg. Dit behalten wir alle. Der Kompass kommt mal da rein. Wir laufen ja jetzt nicht viel. So, und dann machen wir nämlich hier Sticky Sticks. Ist das hier Erde, Fichte? Mit Fichtenholz bauen wir ja kaum was. So, Kicker. Da kriegen wir jetzt richtig viel Fackeln raus. So, 64 reichen. Kohle wieder rein. Ist kein Platz. Natürlich nicht. Warum denn auch? Aus dem machen wir mal gleich Zaun. Zaun brauchen wir immer. Zumindest ich immer, ne, kennt er ja. Glas lassen wir auch mal hier drin, machen wir hier so rein. Ja, Leiter haben wir 10 Stück, cool. Dann würde ich sagen, können wir da schon auf jeden Fall ausleuchten, das müssen wir jetzt noch machen. Oh, es wird richtig cool, das Haus. Vor allen Dingen ist unser erstes Haus, ne? Überleg mal, können wir noch so viel bauen? Als nächstes kann ich ja schon mal sagen, als nächstes will ich dann so ein kleines Polizeigebäude bauen. Ja, das baue ich hier gegenüber, genau. So ein bisschen abseits. Howdy. Aber ich hab dir doch gar nichts getan. Verstehst du? So, zack. Zack. Das kommt weg, jetzt hätten wir noch ein Bett mitnehmen können. Ach man. Hab ich nicht dran gedacht. So, wir leuchten einfach jetzt mal aus hier. Dann würde ich sagen, könnten wir hier so die Leiter anmachen.
Ja, finde ich eigentlich ganz guten Platz. Ist jetzt hier ein bisschen provisorisch mit den Ausleuchten. Mal gucken, wie war das dann? Und wo war das dann? Und wieso? So. Zack. Ja, hier drin geht die Sonne auf, wie ihr seht. Da, wo ich bin, geht die Sonne auf. Oh, ist das nicht schön? Ist das nicht putzig? So, zack, zack. Müssen wir gucken, das könnten wir hier eigentlich, bis hier können wir das so lassen mit der Raumteilung. So. So, und hier muss dann noch Schwarzeiche rein. Ey, voll cool, ne? Hat sogar gereicht, cool. So. Nee, müssen wir da hin machen. Und eine da. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir denn... Haben wir ja nicht bis hinten durchgezogen. Kick mal. Das ist natürlich blöd. So, Birke. So. Wenn wir das hier so machen? Was meinst du? Ist das besser so? Oder? Nee, wa? Wenn, dann offen lassen. So. Ja, dann müssen wir uns noch überlegen, was wir hier oben reinmachen können. Und vielleicht machen wir das hier mit Stufen, damit das ein bisschen... Obwohl, das wird dann hier, glaube ich, zu eng. Aber hier finde ich es ja auf jeden Fall schon mal cool. Und da können wir auf jeden Fall Stufen ranmachen. Oder? Wir gucken mal, wie das dann hier in dem Zimmer ist. Das ist natürlich dann ziemlich eng, ne? Aber das ist halt das Zimmer an der Dachschrägen. Hast du Pech, wenn du das hast. Ist halt hier nur so eine kleine Kaschemme, wie gesagt, ne? Cool, gefällt mir auf jeden Fall. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was stützen und so. Geil, gefällt mir. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch für diesmal. Wir gucken weiterhin, was wir jetzt machen. Ob wir das im Kreativmodus machen oder im Survival-Modus. Ich werde weiterhin gucken, was ihr dazu sagt. Wir wollen natürlich den Leuten, die vielleicht im Urlaub sind, auch irgendwie die Chance geben, sich dazu zu äußern. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Geile Bude.